Die Schweinemedaillon-Fragmente. Ich erinnere mich, wir hatten gesagt, da fehlt ein Schweinemedaillon. War das hier? Hier fehlt gar nichts mehr. Hier ist offenbar nur noch der Zettel. Das Schweinemedaillon. Das war immer noch da. Wo war das Schweinemedaillon? Ich gehe mal ganz kurz eben das Sofa aufschnippeln. Da weiß ich wenigstens... Quatsch. Da weiß ich wenigstens wie. Aber das Schweinemedaillon hatten wir auch noch irgendwo, wo wir das einfügen müssen. Ich weiß aber nicht genau wo. Was ist denn das? Medaillonfragment. Achso, ja, ja, easy. Ja, den macht. Ah, ja, 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 ja. Ein kaputtes Medaillon. Alter, leck mich doch mal Sack. Fehlt da immer noch was? Das war hier, das Schweinemedaillon-Fragment. Ich weiß es. Aber es fehlt immer noch was. Es fehlt immer noch was. Es fehlt immer noch was. Mit der Knipszange. Ich durchwühle hier gerade mal ein bisschen was. Mit der Knipszange können wir nicht viel anfangen, oder? Können wir dem die Nägel schneiden vielleicht, dem jungen Mann? Wir können den dann immer noch, den können wir noch aufrufen, also irgendwas. Ah! Stimmt! Hatte ich ganz vergessen. Hatte ich ja ganz vergessen. So, dann haben wir das Medaillon komplett. Dann haben wir das Schweinemedaillon komplett, dann kommen wir mal ganz kurz hier rüber in das Räumchen und dann hängen wir das mal ganz kurz, packen wir das da rein. So. Und das nächste, der nächste Wimmelspaß. Finde passende Paare. Hitler und Goebbels. Was ist das denn hier? Hat der Harry Potter eine neue Freundin gehabt, wa? So eine Tischkantenfreundin. Oh, Entschuldigung, da ist mir selber ein bisschen eklig geworden gerade. Finde passende Paare? Finde passende Paare. Survival? Was? Ach du Scheiß. Nein, ich will nicht rausgehen. Oh, das ist ja auch wieder ein ganz tolles Spiel. Ganz tolles Spiel. Streichhölzer. Irgendwas. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier beiseite schieben kann. Nein, Türknauf und... Passt nicht zum Türknauf. Das passt doch... Passt das nicht zum Türknauf? Jo, das passt zum Türknauf. Toll! Ich wünschte, ich würde mich freuen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Streichhölzer. Was ist das? Wie soll man denn passende Paare finden, wenn man nur so einen Klumpatsch findet? Man weiß ja nicht mal, was das ist. Hier war doch irgendwo irgendwas. Nein, das war das Horn. So, das passt super zusammen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Die Maske guckt auf jeden Fall hinterher. Wer ist es? Was auch immer es ist, es gehört zusammen. Mjölnir, Thors Hammer. Den darf man ja jetzt nicht mehr tragen, habe ich gehört. War hier nicht irgendwo das Kreisrunde? Jawohl. So, jetzt bleibt ja eigentlich nicht mehr viel, aber ich weiß nicht mehr was. Was kann ich noch anklicken? Dann passt es. Gut gemacht. Dies könnte nützlich sein. Ein Blümchen am Revers. Ich freue mich. Blumenförmiger Griff. Ich erinnere mich an den Blumen... Ah, da war er ja gerade. An den blumenförmigen Griff. Da ist er doch unterm Telefon. Wahrscheinlich ein Telefonverzeichnis. Huch, ich will mal gucken. There is unfinished business in my past. Revenge. I will punish those who interfered with me. William Light, the Inquisitor. He was the one who caught me. Because of him, I was executed like a common criminal. But now, I know how to return to the past.
A woman named Anna Gray has the gift. If I kill her, I can return for my revenge. Okay. Wir wissen jetzt, warum er uns will. Wegen unserer Gabe und dem Ladebildschirm. So. Aufgabe abgeschlossen. Finde Beweise dafür, dass Hovard dich verfolgte. Harry Potter, a.k.a. Kelly Mrs. Wheelock, war besessen von Saraza. Wir gucken aber erstmal an, was wir geklaut haben. Jackie, did you touch any of Howard's stuff? If you did, you're in danger. It's you who is in danger. Ooh. Hat jemand übrigens gerade das Blut gesehen, wo der Polizist stand, wo Hank Tucker stand, war nur noch Blut übrigens. Nun bin ich also in der Vergangenheit des Hexers, also des Witcher 4. Dies muss der Tag seiner Hinrichtung sein. Ich muss das Buch und das Amulett finden. Einfach mal so, bin ich jetzt in der Vergangenheit. Oh. I will get my revenge. Was? Die Seele des Hexers hat irgendwie überlebt. Sie ist an das Amulett gebunden, das im Inneren des Buches versteckt ist. Nun weiß sie, was zu tun ist. So, wir sind ja gerade bei Freizeitjacken Saraza. Der hat schon wieder was falsch gemacht im Spiel. Deswegen wird er da hinten verbrannt von seinen Zuschauern. Der hat da irgendwas falsch gemacht im Spiel, hat beim Rätsel 2 Minuten zu lange gebraucht, deswegen wird er da gleich auf den Schalterhaufen und so. Das hier sind die YouTube-Kommentarschreiber da unten. So ist das in etwa symbolisch immer. So. Habseligkeiten des Witchers müssen untersucht und verbrannt werden, sagt William Light. Selber Bruder von William Schwertner. Schwertner, ist auch egal. So. Eine düstere Aufgabe, ich muss sie inspizieren. Natürlich. So. Hier haben wir eine Säge. Hier haben wir alles nur 1 von 2. Ich muss den Schlüssel finden, der diese Truhe öffnet. Das brennt ja noch ein bisschen da hinten. Das zieht sich so 2 Tage hin, dann ist Ruhe. Mittelalterliche Gerechtigkeit. Wenn sie wüssten, dass die Seele des Sarazars überlebt hat. Oh. 1 von 4 Sammelobjekten und hier Gesichtsgebäude. Ich komme nicht heran. Ja, denn der Weg ist versperrt von diesem Weg. Deswegen kommt er da nicht entlang. So, kann ich... Muss ich jetzt bei ihm... Da will ich gar nicht hin. Jetzt muss ich an seinen Beutel. Was ist denn da los? Ihr wurdet als Vertreter für den vorherigen Inquisitor in diesen Ort geschickt, William. Seid sehr vorsichtig. Euer Vorgänger verschwand spurlos. Man sagt, dass in diesem Ort schreckliche Dinge geschehen. Kehrt unversehrt zurück. Eure Victoria. Okay. Alter, wir haben hier nur so eine komischen, kaputten Sachen. Freizeitjacken Saratars Dolch ist an seinem Gürtel festgemacht. Ohne die fehlenden Broschen kann ich ihn nicht nehmen. Wir müssen also an seinen Dolch. Das ist eine gute Frage, warum hier mitten in der Stadt auf dem Hauptplatz, warum hier Grabsteine rumstehen. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir ein Rätsel. Die haben früher einfach so gehaust. Ah. Nice. All I care about is knowledge. I've written many important works and discovered many important things. Now those findings must be confirmed, and this filthy town will be my laboratory. So redet er also darüber. Mhm. Gut zu wissen. Hier haben wir noch eine Waagschale. So, und hier ist noch was drin. Den Rubin haben wir nicht mehr. Den haben wir ja bei Beweisdingern. Ein Amboss-Amulett. Achso, ich dachte schon, er hat einen Amboss gefunden, tatsächlich. Okay. Hier ist eine Tür. Die Schnitzerei an der Tür weist darauf hin, dass dies ein Gerichtsgebäude ist. Ach so, ich dachte schon, das Schild Gerichtsgebäude weist darauf hin, dass das ein Gerichtsgebäude ist. Ich war mir nicht sicher. So, hier haben wir noch, da haben wir nichts mehr. Wir haben jetzt das Amulett.
Die Menge will dem Spektakel beiwohnen. Das ist nichts für mich. Achso, hier geht's noch weiter. Aha. Mit ein paar Münzen sollte sich der Kasten öffnen lassen. Wir haben leider keine... Wir haben nichts, ne? Wir haben gar nichts. Wir haben einfach nichts. So. Die Tür zum Turm ist verriegelt. Mit einer Säge sollte sich das Problem lösen. Wir haben zwar eine Säge, aber uns fehlt ein Sägeblatt, wenn ich das richtig sehe. Woher auch immer wir das wiederum kriegen. Da wir auch schwer spielen, haben wir das Glitzern nicht. Wir können nicht sehen, wo wir einklicken können. Oh, Mittelalter Gerechtigkeit, lalalala. Ich will jetzt hier nicht wieder... Ja, ja, hier. An den Dolch kommen wir eh nicht ran. Was soll ich mit dem Ambus-Amulett machen? Huch. Ah, na klar. Das wusste ich. Von Anfang an. So. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir jetzt... Wir sind sehr eingeschränkt gerade. Ach, hier. Gucke mal. Habe ich nicht gesehen, dass da weitergeht. Aber hier, schön Amulett rein. Dann kriegen wir ein Sägeblatt. Zufällig natürlich nur. Ich muss die Säge reparieren. Die ist doch repariert. Die ist doch repariert. Sägeblatt ist drin. Wir müssen die Schraube drehen, festzurren, fertig. Hä, was muss er denn noch reparieren? Das ist schräg. Aha. Eins von zwei. Wenn ich nochmal eins von zwei sehe, dann fresse ich das Spiel. Gleich kommen wahrscheinlich eins von zwei. Ich weiß es genau. Haben wir hier noch irgendwas? Was für ein seltsamer, verrosteter Apparat. Er benötigt ein wenig Öl. Öl ist auch so ein Ding bei Grim Tales. Irgendwie braucht alles immer Öl. So. Wenn du das repariert nimmst, will ich nicht wissen, wie deine Heimsäge ausspannt. Diamond Wolf. Neues Sägeblatt einspannen und fertig. Das Sägeblatt ist neu. Jetzt schreiben alle eins von zwei. Ja, ja, ich euch auch. So. Schön. Okay. Können wir vielleicht mit dem... Können wir vielleicht mit dem Sägeblatt schon mal bei Sarazan Bein absägen? Okay, wir werden wahrscheinlich noch irgendwas zum Festspannen brauchen. Obwohl das Sägeblatt sieht nicht wirklich neu aus. Ja, es sieht nicht wirklich neu aus. Es sieht eigentlich eher oll aus, aber trotzdem, es reicht doch hoffentlich. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, schon wieder da? Hat jemand eine Idee, außer eins von zwei? Ein Gesichtsgebäude. Wir brauchen einen Schlüssel dafür, wir können nicht irgendwas einfügen. Ich komme nicht heran. Da oben liegt noch irgendwas, wie es aussieht. Am Amboss können wir nichts machen. Ich kann hier auch sonst nirgends drauf... Na, ich kann ja sonst nirgends draufklicken. Es ist mir gerade ein Rätsel. Ein Rätsel Amboss. Mit einer Säge. Ja, dann... Ja, nö. Offenbar nicht. Okay, ich kann dann nur am Riegel... Ich habe keine Ahnung. Hier fliegt alles rum. Mit der Leiter kann ich nichts machen. Ich kann mit dem Grabstein nichts machen. Ich kann hier nichts machen. Da fehlen Münzen. Momentan haben wir nur den Markt offen. Du hast ja wohl den Markt offen. Mit der Leiter geht nichts. Warum hört niemand auf mich? Ich kann mit der Leiter nichts machen. Hier, ich klicke da drauf. Wie ein Wahnsinniger. Klicke ich da drauf. Voller Liebe und Leidenschaft klicke ich und klicke. Leider geht damit nichts. Und ich kann nichts davon benutzen, weil alles unvollständig ist. Weil hier alles nur noch eins von zwei ist. Im Mittelalter war alles eins von zwei. Muss ich vielleicht hier nochmal gucken? Ah, jetzt weiß ich, was an der Säge unvollständig ist. So.
Ach so, ich muss sie auch noch anklicken, dann ist sie erst fertig. Okay. Gut. Jetzt geht's. Unten links steht Tipp, aber wir nutzen keine Tipps, weil wir auf schwer spielen. In diesem Schwierigkeitsgrad sind keine Tipps verfügbar. Dankeschön. Liebe Community, dankeschön. So, okay. Ich glaube, der Hexer bewahrte das Buch im Obergeschoss auf. Okay. Na. Begib dich ins Obergeschoss und finde die Seela von Geralt. Die Seela vor allen Dingen. Finde Uwe Seela von Geralt. Ich muss dieses Folter... Warte mal. Oh. Entschuldigung, ich habe gerade geguckt wegen Twitter. Ich muss dieses Foltergerät aus dem Weg räumen. Natürlich müssen wir das. Ein Ritualschädel. Aber wo sind seine Hörner? In dieser Gussform könnte ich eine Schraube herstellen. Na klar. Wenn ich Schrauben brauche, fahre ich auch nicht zum Baumarkt, sondern ich gieße mir die selbst. Das ist viel einfacher. Sammelobjekt 2. Hier, das blinkt doch. Hinter dieser Tür muss etwas verborgen sein. Bestimmt benötigt man ein magisches Artefakt, um hineinzugelangen. So. Was haben wir denn hier? Ein Pisspot. Kann ich da rein urinaten? Offenbar nicht. Das ist ein Fehler im Spieldesign. Wenn ich den Mechanismus geölt habe, kann ich damit die eiserne Jungfrau anheben. Also mit ein bisschen Öl spurt die Jungfrau. Weißt du Bescheid? Das ist das Lernen, was man hier mitnimmt. So, wo sind seine Hörner? Hier Schraube gießen, da unten kommt man nicht ran. Und ansonsten... Wir brauchen Öl. Was ist das denn? Hinter diesem Metallgitter ist etwas versteckt. Man kann es deutlich sehen. Wie versteckt das Metallgitter? Da kann man durchgucken. Das ist nicht versteckt, das steht da. Und wir haben die Säge. Ah, wir haben die Säge noch. Sehr gut. Das wirkt sehr realistisch. Die Säge wird man niemals dazwischen durchkriegen. Man könnte das gar nicht so aufsägen. Aber hey. So. Wir haben beide Kolben und wir haben den Schmied. Mit dem Schmied, es ist Pete Schmied. Mit Pete Schmied gehen wir mal ganz kurz nach rechts und fügen ihn in die Pete'sche Aussparung ein. So, daraufhin kriegen wir ein bisschen Öl. Wir kriegen einen Haken, einen blauen auf Twitter. Wir kriegen hier nichts. Das ist doch verrückt, das heiße Eisen einfach zu an. Das ist ja verrückt. So, wir können es vielleicht mal ein bisschen Öl ins Feuer. Das hilft bestimmt. Okay, machen wir weiter. So, ich gehe mal ganz kurz hier wieder durch. Wir haben jetzt Öl dabei. Damit mit dem Öl kriegen wir die Jungfrau jetzt klar. Pass auf. Da machen wir die richtig flott. Ah, schön. Ich brauche nur den fehlenden Hebel. Und einen Haken natürlich. So, wieso steigt der nicht einfach drüber? Wieso steigt der nicht einfach über diese beschissene eiserne Jungfrau drüber? Die ist jetzt nicht 2 Meter hoch. Da macht man einfach mal ein langes Bein, ist man drüber. Ich verstehe es manchmal nicht. Na gut. Aber wer bin ich schon? Huch. Ach, na klar. Wollte ich vorhin schon sagen. Hier brauchen wir die Hörner und noch irgendwas zum Gießen. Ölkanne, Glaskolben, Waagschale. Wir hatten noch irgendwas mit Öl draußen hier, ne? Irgendwo. Vielleicht hier ins Feuer nochmal rein? Und jetzt war hier. Hier war das Öl. Hier, mit der komischen Maschine hier. Plips, plips, plips. 3 Tropfen. Sieht wieder aus wie neu. Und wir haben einen Hebel. Okay. Alles gut. Kriegen wir hin. So. Für die Jungfrau erstmal der Hebel. Der fette Hebel für die eiserne Jungfrau. Und erst jetzt kommen wir natürlich durch. Können wir die aufmachen? Nein. Hallo? Ich kann also nicht gerade sitzen. Ja. Oh. Hab ja Krümel auf dem Dingens. So, ich setze mich wieder. Du sackst wieder ein. So, ich setze mich gerade hin. Entschuldigung, ich versacke hier immer, wenn ich spiele. Wenn ich lange Zeit spiele, dann rutscht man so runter. Okay. It's a hammer. Wieso konnte ich nicht...
Wieso konnte ich nicht durch die Tür gehen, frage ich mich. Schlüssel und nochmal der Haken, den wir sowieso schon hatten. Das war nicht der Haken. Der Haken, der Haken. Den nehmen wir mit. Da ist der Haken. Ein Motor oder was auch immer das ist. V8-Motor. Das Ding hier. Dann ditte hier. Das hier. Das ist die Uhr. Was ist das denn da, komisches? Da. Also easy. Das könnte nützlich sein. Aha. Alte Hornhaut von einem Riesenfuß.